Ja, ich nehme mich jetzt mal mit dem Selfie-Stick hier bei mir im Bad auf. Das ist nämlich immer die einfachste Möglichkeit, Videos zu machen, wo ich keine Möglichkeit habe, mein Fotoapparat abzuschalten. Ich habe ja dieses kleine Stativ, das bietet sich auch manchmal an, aber ich finde es so meistens irgendwie immer einfacher, weil das Stativ nicht so leicht fern von sich zu halten ist. Aber ich rede wieder lang drum rum. Ich wollte einen kleinen Vlog machen, wo ich mich nochmal zum Thema Spülmittel äußere. Ich habe ja neulich dieses Spülmittel hier vorgestellt und gesagt, dass das ziemlich gut ist. Ist es auch, weil es ist nachfüllbar und es enthält auch viele Stoffe, die gut für die Umwelt sind. Aber das Problem bei diesem Spülmittel ist, dass es nur funktioniert, wenn man sehr heiß spült. Da stelle ich immer wieder fest, dass es einfach nicht wirklich gut säubert, weil es sehr wenig Zitronensäure nur enthält, wenn man eben kalt spült. Und beim Spülen hat man ja selten Temperaturen über 25 Grad beim Wasser. Während beim Wäschewaschen, wo man oft bei 30, 40 oder sogar weit über 40 Grad wäscht, ist das entsprechende Gegenstück, das auch auf dem Thumbnail des entsprechenden Videos abgebildet ist, natürlich um ein Vielfaches besser. Ich kann euch empfehlen, zum Wäschewaschen könnt ihr gerne entsprechendes Putzmittel benutzen. Aber ich möchte euch zwei weitere Möglichkeiten zeigen, wie man spülen kann. Das ist quasi eine Ergänzung zu dem Raumplanung TV Video von neulich. Und zwar einmal dieses Spülmittel hier von Solette. Das gibt es auch in einigen Unverpacktläden. Das heißt, man kann es sich im Unverpacktladen ebenfalls nachfüllen lassen. Es enthält aber wesentlich mehr Zitronensäure und ist auch im Alnatura erhältlich. Wer allerdings Probleme hat, sein Spülmittel nachzufüllen, und die Gründe sind nachvollziehbar, der kann alternativ auch Spülmittel von Frosch holen, das ich auch ab und zu benutze. Das ist immerhin, was die Inhaltsstoffe des Spülmittels selbst betrifft, plastikfrei und umweltfreundlich. Das Problem ist jedoch, dass die Verpackung eben nicht nachfüllbar ist und dadurch eine kleine Menge an Plastik entsteht, wenn man es immer wieder neu kaufen muss. Da aber so ein Spülmittel von Frosch oft mindestens einen Monat hält, ist das eigentlich harmlos, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel kein Mikroplastik enthalten ist. Wenn das eine der wenigen Sachen an Plastik ist, die man im Monat verbraucht, ist das schon mal ein Fortschritt. Und vielleicht ist es ja so, dass früher oder später diese Verpackungen auch mehrfach recycelt werden können. Und das wäre dann auch ein guter Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Wenn man das Spülmittel kauft, ist da übrigens nicht so ein Drückdeckel, sondern meistens so ein grüner Deckel drauf. Ich empfehle aber jedem im DM oder auch anderswo diese Deckel zu kaufen, wo man draufdrückt, die man ja oft auch bei Seifen hat, und sie auch nie wegzuschmeißen, weil man dadurch eben die Möglichkeit hat, das Spülmittel besser zu dosieren und dann hält es ebenfalls nochmal länger. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt es mir am besten unten in die Kommentare. Ich hoffe, das war jetzt auch nicht zu arg dunkel hier im Video, denn ich habe leider vergessen, das Licht anzumachen. Und draußen ist ja eigentlich hell. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden, der auch das nächste Video schaut. Und daher sage ich wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Ach ja, und abonnieren nicht vergessen. Oh, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ciao!